Brüggetag. Hallo, liebe Leute, falls Raz, der Cutter meines und eures Vertrauens, hier irgendwas draus zaubern möchte, damit er Thumbnails machen kann, wir müssen immer ein bisschen weiter weg vom Chat. Wir gucken jetzt nämlich ein neues Video von Parkfan95 an, oder nicht ein neues, für mich ein neues, für ihn ein älteres, ist schon einen Monat alt. Thumbnail Time, was machen wir? Was glaubt ihr, was das Video ist? Ist es so funny wahrscheinlich von ihm? Also das Video heißt, ich fahre Euromir in Polen, geklaute Europapark-Achterbahn. Ich glaube vielleicht sowas, so ein... Aber guckt man dann in die Kamera? So, jetzt hat mein Cutter auch ein Thumbnail und ja, wir gehen rein. Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahn-Fans und willkommen zu diesem kleinen Short-Take-Video hier aus Polen und Krakau, was für eine wunderschöne Stadt. Ich habe mir heute schon die Altstadt angeguckt, waren so viele Kathedrale. Der ist groß, oder? Der wirkt schon so, als wäre der so gute 2 Meter, 1,90, 2 Meter. Ich bin 1,86 Meter groß. Da reagieren manche Leute, wenn sie mich dann mal in echt im Park sehen, doch etwas überrascht. Viele denken vielleicht aufgrund dessen, dass ich nur auf einem Bildschirm zu sehen bin, dass ich immer nur bis knapp unter die Brust gehe, aber das ist der Perspektive geschuldet. Und hier gegenüber von der Altstadt habe ich ein Riesenrad gesehen und dann aus der Ferne eine Achterbahn. Und dann bin ich hier vorbeigelaufen, habe mal hergezoomt. Ich denke halt die ganze Zeit, ich kenne ja nur Brüggetag von ihm, ne? Ich denke die ganze Zeit einfach, ich habe es noch im Kopf so, als wäre der jetzt eine Station weitergelaufen von dem Brückentag-Ding so. Und das an den Brüggetag. Und die kommen hierher zu der gefälschte Achterbahn, ja? Und fahren nach Polen. Und das an den Brüggetag. Und ich konnte meinen Augen kaum trauen und ihr seht es vielleicht schon, Mack. Und hier oben seht es vielleicht auch schon, die Bahn heißt Euromir. Ey, ich liebe diesen Typ, Mann, ohne Witz. Ich bin Fan von dem. Ich habe übrigens einen meiner besten Kumpels, Timo, der ist jetzt auch Fan von dem. Der hat auch einen Deep Dive gemacht, der hat meine Reaction geguckt und dann mittlerweile schickt er mir alle paar Tage Videos von EP-Fans und sagt so, ey, guck mal, da war er da und so. Oder, ey, guck mal, da hat er das abgecheckt, mega geil und so. Der ist voll der Fan. Ich habe quasi mindestens einen Fan kreiert von EP-Fan bzw. Park 595. Sie ist alles andere als von Mack Rides und es ist definitiv auch nicht Euromir, aber ich habe Euromir in Polen gefunden und deswegen würde ich sagen, fahren wir hier mal ein Mack-Produkt mit dem Namen Euromir, was offensichtlich von irgendeinem random Hersteller ist, der vermutlich... Ja, die Euromir ist von Nike oder was? ...ich in Deutschland auch niemals eine Zulassung bekommen würde, aber ich nehme euch jetzt mal mit auf dieses kuriose Ding, also das sind die Perle, wenn man ins Ausland reist, ich feiere es so. Aber der hatte bei dem Brüggetag-Video keinen Kameramenschen dabei, oder? Das ist eine andere Production-Value hier, das ist eine atmende Kamera, ja, da wird sich natürlich die ganzen Nolan-Fanboys, die werden natürlich jetzt freuen, ja klar, das ist natürlich eine atmende Kamera, aber dadurch wird suggeriert, dass... Richtig geil. Ey, wie geil ist das denn? Hat er das beim Brüggetag auch schon drin gehabt? Hat alles vergessen. Ist ja voll der geile, ist ja übelst funky, Alter. Oh, hier ein paar Schnittbilder jetzt, geil. Jamasch, alter Götterbuch. Sind das etwa die bekannten, übrigens, ich habe die auch schon gemacht, die sogenannten, wir machen noch ein paar Schwenks, damit wir in den Bereich der Monetarisierung bei YouTube kommen können, wegen der Länge des Videos? Nee, aber ich sehe gerade 7 Minuten. Ich glaube, 8 Minuten ist die magische Grenze. Ja gut, okay. Wo ist denn das einfach? Auf so eine zwischen Autobahn und Raststätte oder was? Also die Schwenks gehen zu lang, sorry. Jetzt haben wir es gesehen. Ich sitze jetzt in Euromir drin. Also ich denke, es ist irgendein osteuropäischer Hersteller. Es ist auch hier so ein Lunapark. Es gibt hier, wie gesagt, noch ein Riesenrad, ein Karussell, so eine Kinderzone. Ein Riesenrad. Und ein Booster und die Bahn sieht. Warum ist da kein Mensch einfach? Das ist nie ein gutes Zeichen, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr es so denkt, aber wenn ich eine Achterbahn sehe und da ist überhaupt gar niemand, dann fahre ich die nicht. Das ist mir dann zu. Das ist mir suspekt. Da denke ich eher so, vielleicht. Nee. Größer aus als ein klassischer Wurm, aber es ist einfach so ridiculous, dieses alte Euromir-Logo da drauf und dann auch noch dieses alte Mack-Logo. Kriegt sich schon wieder nicht mehr ein, ne? Das Geile ist bei EP-Fan, wie bei dem Brüggetag-Ding, wenn er was findet, was er lächerlich oder albern findet, dann wird das knallhart wiederholt, hunderte Male in dem Video.
das wird dann einfach eine Sache, die er lächerlich findet, das wird dann jetzt, wenn er der sagt jetzt noch dreimal irgendwie so, das kannst du dir nicht vorstellen. Ah ja, das ist, da heißt, steht einfach Mark drauf und das ist von irgendeiner osteuropäischen Hersteller. Kannst du nicht keinem erzählen. Sorry, das sind die Momente, wofür ich mein Hobby liebe. Ich feiere es einfach so. Und jetzt fahren wir mal eine Runde mit Euromir. Wahrscheinlich fährt sich das noch besser als das Ding in Ruhe. Mann, ich will mit dir ein Bierchen trinken gehen, Mann, irgendwann. Ey, wirklich, ich hab so Bock. Ich muss unbedingt in den Europapark, Mann. Ey, wie geil wäre das, Mann? So ein Vlog mit uns beiden. Und er führt mich da so rum und zeigt mir so die ganze Scheiße. Und wir trinken ein schönes Bananenweizen. Ey, das ist einfach mein Traum. Boah, Euromir. Wow, das ist ja was? Schon Lounge. Ist das Realtime? Was ist denn das für ein fucking Hydroantrieb? Fucking, was haben die denn für einen Quanten? Oh mein Gott! Hä? Tot. Warum fährt es jetzt rückwärts? Was passiert hier? Was ist das für eine Bahn? Jetzt kommt der Launch rückwärts. Ist das geil! Ich feier das voll, ich will das fahren! Das ist ja mega! Fix und fertig! Was geschieht hier in Polen? Hey, die Bahn ist ja geil, die verarscht einen so ein bisschen, fast schon ein bisschen funny. Aber es fährt zumindest, es fährt sich nicht schlecht. Also es schlägt nicht, es fährt gut rüber. Achtung, Reibradboost und let's go! Wow! Was? Reibradboost? Tenet. Über die schöne Altstadt von Krakau. Das ist die schöne Altstadt von Krakau? Hey, aber Leute, bei allem Hate, das Ding fährt sich richtig gut. Also, jetzt kommen die Kurven. Boah, diese Laterals. Es fährt... Diese Laterals? Was? Ey, der kennt diese ganzen Fachausdrücke. ...sich nicht schlecht. Euromir schlägt mehr. Es fährt sich besser als Euromir, ich glaub's dir nicht. Aber eins müssen wir jetzt mal festhalten, weil ich muss einmal ein bisschen kurz pedantisch sein. In seinem Video steht hier Euromir in Polen, geklauter Europapark Achterbahn. Also, das ist es ja nicht. Das müssen wir jetzt hier schon mal einfach mal kurz sagen. Das stimmt ja nicht. Das ist einfach eine Achterbahn, die heißt halt auch Euromir. Oh Mann. Oh. Und der Lounge wieder aus dem Bahnhof raus. Hey, ich hätte da Bock drauf, Mann. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist so, hat so ein bisschen wilde Maus-Feeling. Mein Spaß. Wie geil ist das bitte? Oh no. Euromir in Polen. Und sie fährt sich noch gut. Ja. Ich bin am Ende. Lass gleich ich bin in die so Altstadt am gehen. Ende. Ja, bis am Ende. Komm, wir trinken gleich ein Bier in Krakau in der Altstadt. Eine Runde noch, komm. Ja! Es kommt, gibt noch mal einen Boost. Ja, Boost. Fährt noch mal eine Runde. Super. Da-dam-dam-dam. 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 Was ist das für ein Song? Projekt Euromir. Oh. Meint ihr? Da-dam-dam-dam. Da-dam-dam-dam. Meint er das? Leute, das Beste kommt erst noch. Ich habe einen Bügel, aber der verriegelt einfach nicht. Dieser Bügel. Ach so, der Euro-Sound ist. Okay, da war ja ein bisschen klugscheißerisch, war ich gerade, sorry. Kann jederzeit geöffnet werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Macht er noch eine Runde? Ich will nicht mehr. Hä? Ich will nicht mehr. Ich muss raus. Da kriegst du was für dein Geld. Ich finde das voll geil. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, jetzt reicht's, oder? Also die Runde ist jetzt einer zu viel. Der ist sau sympathisch. Voll. Ich bin, wie gesagt, Fan. Das ist kein Vergleich zu Track Trendy, von dem ich ja auch Fan bin. Wenn er mich nicht geblockt hat, überall. Oh, darüber reden wir ja nicht. Hier kriegt man doch was für sein Geld. Ja, habe ich genau so gesagt gerade. Was ist das denn? Hier, die Polizei kommt schon angerannt hier. Was fährt sich gut? Schau mal vor, der fährt jetzt noch eine Runde und du guckst dann zu diesem Häuschen, wo diese Dudes sind, die Techniker-Dudes, und die machen, und das fährt ja voll lang so, und schau mal vor, die machen den hier. Das ist so worst case. So zwei Bullen, die einfach da sitzen.
Und im Hintergrund einer, der irgendwie sowas versucht, irgendwas so zu denken. Und du so, wuhu. Today we're gonna go on the Achterbahn in Krakow. I don't know about you, but I think this is enough. Kurva. Kurva. Weißt du, das ist auch EP-Fan, Leute. Das ist ein Mann des Volkes. Das ist ein sympathischer Kerl. Der sagt in seinem Video, genau wie ich, einfach auch sowas wie Kurva. Wir tun das nicht hier nur für die maximale Monetarisierung, alles hier immer so ausschneiden und sowas wie ganz viele andere YouTuber in Deutschland. Eins im Chat, da scheißen wir drauf. Man muss auch mal Scheiße sagen können, ficken, ja, und auch mal Kurva, ja. Das ist ein Statement, das finde ich gut. Da lässt er sich die Euro, da ist er sich nicht zu schade für die paar Euro, ja, die es vielleicht mehr geben würde. Nee. Ficken, Kacki, Bums. Es sieht nicht mal so bedenklich aus. Jetzt aber vorbei, oder? Und es fährt halt 500 Runden. Er könnte jetzt auch so langsam mal wieder stoppen. Der könnte auch mal so langsam mal wieder stoppen. Der lacht auch schon gar nicht mehr, Leute. Der ist gar nicht mehr gut drauf. Das ist jetzt wirklich auch, das ist eindeutig jetzt eine Runde mindestens zu viel. Die Bremse geht nicht mehr. Ja, jetzt fährt es wieder rückwärts. Ah, jetzt geht's rückwärts. Okay, okay. Oh Mann. Geil. Oh Mann. Hammer. Ah, jetzt sind Leute, oder? Ich weiß nicht, warum ich das Bild funny finde. Ich kann es euch nicht erklären. Ich finde das einfach grandios, dieses Bild. Diese eine Familie und dann ist alles leer hier. Finde ich irgendwie geil. Ey, ich hab so Bock, das zu fahren, Mann. Aber ist auch gute Ingenieurskunst, oder? Haben sie genau getimt hier mit Schwerkraft. Die Grünen. Guck mal, das ist nur Schwerkraft. Anscheinend sind immer diese Rollen und die beschleunigen das Ding halt. Die drehen sich. Naja, hab ich schon durchschaut hier. Ihr könnt auch so. Die Leute hier auf dem Platz oder beziehungsweise... Oh, Abmord, Achtung. Mitarbeiter wundert sich die ganze Zeit, was ich hier in die Kamera red. Ich bin Euromir in Polen gefahren und es war geil. Es war... nicht so schmerzhaft wie die Euromir in Rust und das soll was heißen. Random. Rust. Heißt es nicht Rust? Park, random Hersteller, aber ich find's geil. Dafür liebe ich dieses Hobby, an Orte zu kommen, eine Achterbahn zu sehen und dann noch natürlich diese Verbindung zum Europapark mit dem Mack-Logo. Ich feier's einfach nur hart ab und ich hoffe, euch hat dieser kleine random Einblick gefallen. 100%. Ey Leute, lasst ihm mal ein bisschen Liebe da, das kommt mit ins Video. Das mache ich. Lass mal ein paar Herzen da. Ich will, dass er von unserer Community auch die Liebe bekommt, die er verdient. Der ist ein geiler Typ, Mann. Der hat Leidenschaft für die Scheiße, die er macht. Der ist cool, der hat einen gewissen Witz, ja, der nimmt sich nicht zu ernst, Mann. Mehr solche YouTuber, Leute, ohne Scheiß, Mann. Ich mach das ohne Ironie, sage ich das. Ich finde den echt gut. Ihr dürft euch dann auch ganz bald freuen auf die Videoblogs aus Polen. Von mir war es das jetzt hier aus Krakau. Bis dahin, bleibt dran. Ciao. Also Top-Video, EP-Fan, beziehungsweise Europapark-Fan. Lasst ihm gerne mal ein Follow da oder abonnieren auf YouTube, Leute. Das ist guter Content, Mann. Der hat sich jetzt aber, guck mal, dass ihr mal Bescheid wisst hier. Der hat sich jetzt geändert. Der hat sich vor 8 Tagen, der hat jetzt sein Konzept geändert. Ja, der hat sich auch umbenannt. Der heißt jetzt Parkfan 95 und nicht mehr nur Europapark, weil er halt auch mal andere Parks besuchen will und so. Finde ich gut.